Wir sind eine Gruppe aus ungefähr 7 Menschen und wir machen regelmäßig Konzerte seit circa 3,5 Jahren in einem kleinen Keller, wollen das alles ja, ziemlich klein halten, was sich auch ergibt aus den Umständen, dass es halt nur ein kleiner Keller ist, der halt recht gemütlich sein soll. Und seit 3,5 Jahren machen wir das ungefähr und durchgängig eigentlich jeden Monat ein Konzert ungefähr. Wir treffen uns bestenfalls alle 2 Wochen und sprechen die ganzen Dinge ab, wie Werbung, Booking und alle Sachen, die sonst noch dazugehören, Soli-Aktionen und alles, was so anfällt einfach. Wenn wir Überschuss haben, geben wir halt Soli für irgendwelche guten Aktionen, also unseres Erachtens nach guten Aktionen oder ja. Gibt es ja viele Sachen, wofür man Soli-Geld sammeln kann und eigentlich haben wir damit nicht schlechte Erfahrungen gemacht. Wir haben auch noch nie Minus gemacht. Eigentlich lief es eigentlich bisher immer ganz gut. Alle waren zufrieden. Haben natürlich auch Lust, Inhalte reinzubringen, unsere politischen Inhalte und einfach einen Raum zu schaffen, wo sich Menschen wohlfühlen, wo halt coole Bands spielen können, die halt nach unseren Prinzipien und Wertevorstellungen leben. Wir wollen halt Räume schaffen, wo halt auch Menschen, die vielleicht wenig Geld haben, halt auch unsere Konzerte besuchen können, dass man sich halt solidarisch irgendwie gegenseitig auffängt. Wir versuchen halt schon so einen Raum zu schaffen und nach den Vorstellungen zu leben, die wir uns halt wünschen und wollen da halt, soweit es geht, halt irgendwie schon was vorleben. Dass die Leute halt auch günstig essen können und sich wohlfühlen und nicht nur, dass halt nicht nur Musik im Vordergrund bei unseren Konzerten steht. It's a real music from Germany. That and the trio song called Da Da. Es rockt ja ganz schön hier, ne? Am Donnerstagabend. Ja, erzählt mal, wo spielt ihr denn heute? Wir spielen heute Abend im ehemaligen Gefängnis, also im Klapperfeld spielen wir. Es wird eine Riesenparty und wir freuen uns, wenn ihr kommt. Habt ihr irgendeinen Bezug zu Frankfurt oder Erinnerungen oder habt ihr hier schon mal live gespielt, so ganz spontan? Also eigentlich ist es so, dass ich in Mexiko und da schließt sich der Kreis Sebastian kennengelernt habe, der aus Frankfurt kommt. Und so sind wir hierher geraten mit den Mexikanern zusammen. Wann geht's los? Ich glaube 8:30, oder? Ich weiß es auch nicht so genau. Also ab 8:30. Ja, 8:30 ist ja die Zeit. Da kann man vorher noch was trinken und so. Ja. Mhm. Okay, wir haben außerdem noch da die Kooperative Pasquale. Are you the first time in Germany? Well, as a band, yes. How long are you making concerts now? 15 days, but actually we have just 8 dates in Germany. Mhm. This is the second one. Es bleibt noch zu sagen, Misfired Sexist Punk Rock. Ich erzähle euch jetzt noch ein bisschen was zu der Veranstaltung, bei der Misfired und Kooperativa Pasquale spielen. Und zwar hat der Abend heute auch ein Motto, der heißt nämlich Punk für Opfer und ist ein Soli-Konzert für Opfer der staatlichen Repression. Alle Einnahmen von heute gehen genau für diesen Zweck dann weiter. Und ich wünsche mir, dass es ganz voll wird und dass ganz viele Leute kommen, weil es ist wirklich feine Musik und wirklich nette Leute. Wir sagen vielen Dank fürs Kommen. Viel Spaß heute Abend. Enjoy the tour, enjoy Frankfurt, enjoy your audience and yeah, you're very welcome here. We will for sure. Thank you very okay. much. See you. Bye bye. Tschüss. Ciao. Thank you.
Also gestern im Klapperfeld mit euch, das war ja die Premiere quasi, das erste Mal, dass wir ein Konzert dort im neuen Haus hatten. Und was wir regelmäßig machen, einmal in der Woche sind so Barabende und da organisiere ich immer wieder was mit irgendwelchen DJs. Das mache ich so einmal im Monat ungefähr. Im Konzert habe ich im alten Haus, bevor wir umgezogen sind, da habe ich ein, zwei Konzerte organisiert schon mal, ja. Und das waren gestern jetzt auch Leute schon so begeistert, dass sie gesagt haben, sie wollen das mit den Punk-Konzerten auf jeden Fall fortsetzen als Serie. Ob ich da dabei bin, weiß ich dann nicht, weil ich Punk eigentlich nicht so mag. Ja, und draußen so die großen Knasthöfe und wollen dort im Sommer auch mal so mit den Anwohnern zusammen gerne so ein Straßenfest organisieren und dann da auch so den ganzen Tag über Bands spielen lassen. Also wir organisieren auf jeden Fall alles selbst, wir bekommen überhaupt keine Kohle von der Stadt. Und der Antrieb, naja, der Antrieb ist einfach der, was Schönes zu machen, worauf wir selbst Lust haben und irgendwie emanzipatorisch und progressiv auch in die Gesellschaft reinzuwirken. Also ich glaube, gerade hier in Frankfurt tut es Not, wenn man in Frankfurt reinkommt, das Erste, was man sieht, sind so die hohen Wolkenkratzer und die Banken und Versicherungen und scheinbar erstmal alles auf Hochglanz und Bankerinnen und Banker, die durch die Gegend hetzen. Und ich finde gerade Frankfurt, also hat schon immer auch eine total interessante linke Tradition und ja, an die gilt es anzuknüpfen, fortzuführen, einen Kontrast hier zum finanzkapitalistischen Herz Europas zu setzen. Mit dem weißen Schuh.
Achso, gar keine? You have to take a small. Meta, este me está yendo poca madre. Pero hoy, que no se grabó. Nos ve chingón. Hoy nos ve chingón. ¿Cómo se quitó los babosos? No, estoy contento, güey. Estoy, pero contento. ¿Ya se quitó los putos? No, pero me estoy todo bebiendo puro agüita. Fíjate lo que te dice tu mamá. Te creas que no te gusta, pendejo, cabrón. Esto es agua. Estaba porque ayer, ayer me puse malito. En México la onda es vivir con su jefa. ¡Ah, güey! Los playboys viven con su jefa, ¿eh? La pinche banda caduca ya vive solo. Uno vive con su jefa. Me parece que hay una pinche pelota, güey, ahí. No, pinches miados. Mete gol, cabrón. Yeah.
¿Por qué estáis aquí? Todo se dio que conocimos a Catherine en Guadalajara, en una fiesta de un amigo. La conocí yo, vio uno de mis tatuajes que era relacionado al punk. Lo que hicieron es obedecer a una invitación que nos extendió a nuestra amiga Catherine. No sé qué, Miguel. Pues la cuestión es que nos invitó a compartir, porque compartió con nosotros un cuarto de ensayo. Entonces, por ahí ella nos le gustó, no sé, o le pareció interesante la música y nos extendió la invitación de venir aquí a Alemania. Cuando decidisteis venir para acá, en todos los planes que tuvisteis que hacer para venir para acá, ¿tuvisteis problemas o qué es lo que tuvisteis que tener en cuenta o qué es lo que tuviste que organizar? Pues principalmente el dinero. Uno de los factores para conseguir el dinero, ya que el Gárgola no gana mucho y Cristina no está trabajando, Jesús puso la mayoría de la parte, entonces fue el mayor problema. Pero en cuestión de tiempo nos pudimos organizar y las ganas las teníamos de dar a conocer lo que estamos haciendo en México, en Guadalajara en específico. Pues fue, yo creo que el mayor problema, los boletos de avión. De ahí en más no tuvimos ningún otro problema, no sé lo demás. ¿No? Pues sí, organizarlos más bien, porque cuando se nos invita Catherine, cuando ella se viene de regreso a Alemania, nos invitó y todo sonaba como que sí, claro, porque no, en realidad no considerábamos que fuese posible, vaya siquiera la oportunidad de venir, por la cuestión de decir es que es por lo que ya expuso Miguel de los trabajos o estas cuestiones. Pues era muy difícil suponer que se conseguiría ese dinero, pues, o que nos organizáramos bien. Se había tomado como, ah, sí, Alemania,
algo hipotético, algo que era no era muy probable, pero después nos animamos y pues sí, fue la cuestión de organizar bien el dinero, así como dice Miguel, así es. El dinero cochino. Cochino en el. Ya, ahora que pasó ya la mitad del tiempo que han estado aquí, ¿cómo se sienten aquí y les parece? No, pues nos hemos sentido chido, la gente nos ha tratado muy bien, era más de lo que esperábamos. Los alemanes, en especial los de Hamburgo, pues toda la gente nos ha tratado muy amablemente, muy cordiales. ¿Y se ha sentido el apoyo en cada toquín? O sea, no, como decía, ya esperábamos. No, no tanto. Yo no sabía qué esperar, sí, la gente ha sido muy amable, pues, ¿no? Perdón. No, entonces, no, sí, está bien, Y ya está aquí en cada toquín, vemos que la gente hace lo que a la gente le gusta y nos emociona, ¿no? Estamos felices de estar. No, otra cosa que me... Otra cosa, lo que me ha sorprendido es la organización que tienen para los eventos. A veces en México es difícil ponerse de acuerdo y organizar eventos y O es que pasa mucho, güey, que de repente alguien está organizando algo y hasta el mediodía no sabes, no tengo confirmado si hay equipo, no sabes si vas a estar en el cartel o no. Nos hemos dado cuenta que cada ciudad tiene todo organizado, pues, y hay mucha gente en el movimiento y es algo que en lo personal a mí me ha sorprendido, pues, que hay gente que está dedicada en esto, que está en el do it yourself y se lo llevan muy al pie de la letra y por eso mismo nos ha salido bien las cosas, pues, o sea, la organización está bien y nosotros podemos presentarnos aquí de una manera a cierto punto fácil. ¿Qué significa para vosotros, o sea, qué entendéis vosotros como do it yourself? Para mí en particular el do it yourself es que no necesitas a nadie más para que las cosas sucedan. O sea, tú puedes mover las cosas sin necesidad de estar dependiendo de que alguien más lo haga. ¿DIY? No, pues es... Digo, la frase eso lo es, y es lo que tenemos que, como banda pequeña o banda de este género, es principalmente lo... Digo, esto es porque no te vas con una disquera o algo así en que te hagan un contrato o algo así, aparte, ¿para qué quieres hacer eso? Tú haces tu ritmo, tu tocada, tu diseño, tu logo, todo. Entonces es, para nosotros es igual la manera más elemental y, no sé, auténtica de hacer las cosas. Así es como nos hemos manejado. Y para mí está muy bien. ¿Hay algo que tengas, que os haya aportado algo para el futuro, que a lo mejor cuando volváis para México podáis estar pensando, esto aprendí allí, o esto es la primera vez que lo vi o que lo hice, o pues mira, así se puede hacer, o yo que sé, algo así? Organización. Allá como el Seche es muy difícil organizar en Toquín. Y aquí se ve fácil, pero es todo debido a que está muy bien organizado y la gente se pone las pilas. La última pregunta es, ¿volveríais a hacerlo? Sí. Si el dinero me lo permite, ¿no? Sí. Claro que sí, claro. Sí. Claro, sí. De hecho, vamos a llevarnos a Miss Fire a México para hacer algo chingón. We'll be right back.
lado. Huevo, a huevo, a huevísimo. ¿Cómo es la prostitución en Alemania? Mija, ¿cuánto? ¿Cuánto? Was ist denn da für euch der Antrieb, was ihr kulturelle Arbeit in dieser Region, einfach um also Subkultur zu fördern, zu leben und gibt es hier halt nicht. Vor allen Dingen das Motto, Geld spielt keine Rolle. Ja. Also wir müssen uns nirgendwo hinbiegen, wir müssen keine Auflagen erfüllen, was sofort mit öffentlichen Fördergeldern eintritt eigentlich meistens. Und das ist sehr schön, total frei arbeiten zu können. Vor dem Braunschweiger Schloss ein Männchen mehr. 2000 Menschen? Keine Ahnung. Mittlerweile sind wir weit über 100 Trecker, auch viele aus der Region, die inmitten der Massen parken. Ein riesiges Anti-Atom-Banner hängt vom Dach des historischen Gebäudes. Martha beim Warmspielen. Katrin beim Warmspielen. Und wieder Martha beim Warmspielen. Soll ich Helena beim Warmspielen zeigen? Ja. Okay. Und Helena beim Warmspielen. Das klingt sowas von echt. Das konnte ich niemals. Ich habe keine Ahnung, wie die springen und spielen gleichzeitig können. Das stimmt ja auch nicht. Das geht doch eigentlich gar nicht, oder? Üben. Oder einfach nur Scheiße spielen. Ja. Ich habe überhaupt nicht getestet, ob ich dick aussehe, im Kleid beim Schlagzeug spielen. Zeig doch mal. Das ist nicht gut. Oh, lecker.
Das ist nicht schlecht. Mhm. Hat so ein komisches Beigeschmack. Ja, das. Oh! Oh. Geht aber. Verschwindet schnell. Es war ja aus Hamburg in Neutram. Jetzt seit 7 Jahren. Okay. Und ja, davon, sag ich mal, die ersten 3 Jahre so als, oder 2 Jahre, mehr so Hobby. Und dann haben wir gesagt, boah, nee, ist viel zu geil, um das so ein bisschen zu machen. Seitdem spielen wir dann noch mehr. Okay. Und ihr macht dann alles selber? Ihr organisiert alles selber und so? Oder lasst ihr das auch? Ja, also einmal eine Tour, die ein Freund von uns gebucht hat, aber sonst haben wir eigentlich immer alles selbst gemacht. Und habt ihr ein Label oder sowas? Ja, das haben wir nicht selbst gemacht. Okay. Aber das machen die selber. Okay. Das ist sozusagen.
Und ansonsten macht die Tourbooking selber, schreibt alle an. Und so. Ja, also manchmal werden wir auch angeschrieben, aber doch, das machen wir schon selber. Was am Anfang auf jeden Fall mega schwer war, also du kennst keinen Arsch jemanden und dann musst du echt den Veranstalter in den Arsch kriechen. Aber irgendwann geht's dann. So, wenn du hier und da mal gespielt hast, so, dann, dann denken die, du wärst gut und dann geht's ein bisschen einfacher. Ja, wir sind ja schon auch realistisch. Also, weil damit kann man ja kein Geld verdienen. So, das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen damit Spaß haben und. Klappe die zweite. Nein, ich finde einfach, dass es oft ein falsches DIY-Verständnis gibt. Also ich bin selbst Veranstalter in Köln, mache da super viele Sachen. Und sobald du mehr als 3 Euro Eintritt nimmst, gibt es dann von so vielen Leuten, ey, das ist doch das Ausschlusskriterium und so. Und man denkt nicht drüber nach, dass da Bands auf Tour kommen, so die natürlich auch nicht. Die brauchen dann auch mal irgendwie 150 Euro, weil sie halt Miet haben für ein Band und so Kram. Und dann stehen die am Ende da, müssen ihren Bus zahlen und können es nicht, ne? weil überall jeder Veranstalter gesagt hat, ey, wir nehmen nur 1 Euro pro Band und das ist halt so DIY und es darf nicht so teuer sein, das Bier kostet auch nur den Selbstkostenpreis. Ja, also ich finde, da muss einfach ein faires so ein Gleichgewicht geben zwischen dem, was rein und rausgeht. Ich habe letztens ziemlich groß, also wir machen einmal im Jahr so ein Antifa-Festival, wo alles, was wir an Plus machen, natürlich auch für Arbeit drauf geht. Ne? Da haben wir dann 7 Euro genommen, weil da 5 Bands gespielt haben, die alle auf Tour waren und so Entertainment und so. Ne? Ich denke, 7 Euro ist ja jetzt echt keine Kohle und das Bier kostet jetzt auch nicht die Welt. Und dann kommen Leute quasi mit einem Taxi an und beschweren sich, boah, ey, was hier, soll ich 7 Euro zahlen? Ja, so ist das. Beschwert, boah, wie viele Bands spielen denn noch? Er ist jetzt die letzte Band, die und es kostet immer noch 2 Euro Eintritt. Aber boah, dann warte ich lieber, bis kein Eintritt mehr kostet. Statt irgendwie dann zu sagen, ey, hier ist für eine gute Sache so und da verdient keiner dran, dann passt das. Die verkaufen ja halt die Spende und dann drücken wir 20 Cent in die Hand. Ja, und dann denke ich mir irgendwie so, es ist irgendwie schön, dass ihr keine Kohle habt und nett gemeint, aber irgendwie, wenn ihr so ein bisschen verstehen würdet, was wir hier eigentlich machen oder worum es geht, dann würde man einem nicht 20 Cent für eine CD in die Hand drücken. Also das finde ich schon fast frech. Ja, das ist ein Sauspiel. Ein bestes Beispiel. Show war super. Mega nette Leute, haben sich wirklich den Arsch aufgerissen, gab bei Essen, war alles top. Die haben keinen Eintritt genommen, die haben gesagt, wir machen das nur über Spende. So, da waren über 100 Leute und ja, im Endeffekt sind dann 90 Euro zusammengekommen. Und auch wenn das dann ganz nett gemeint ist, im Endeffekt zahlen wir dann drauf, dafür, dass wir da auf Tour sind und da spielen und genug Leute da wären. Und wenn jeder 2 Euro Eintritt gezahlt hätte, wären auch nochmal ein paar Euro übrig gewesen. Aber da ist man dann zu knießig, einfach dann auch einen angemessenen Preis zu spenden. Die Mexikaner verkaufen auch ihre CD gegen Spende. Und da kam, also die haben gerade gespielt, da kam ein Typ und wollte eine CD haben und drückt mir auch 80 Cent in die Hand, so ein Kleingeld. Und dieser Typ kam halt nach dem Konzert noch zu mir an und meinte, wie ist denn das, kommen die plus minus null raus? Und ich dachte halt, ich so, ey, wie stellst du dir das vor, die sind von Mexiko hierher geflogen. Und kriegen halt für so ein Konzert, weiß ich nicht, was bleibt da mal über, 20 Euro oder so. Und dann kommen so Leute wie du und drücken einem 80 Cent für eine CD in die Hand, die sie gegen Spende verkaufen. Wie sollen die plus minus null rauskommen? Also das ist ja wirklich unmöglich. Ja, und das ist halt das DIY, das impliziert irgendwie immer so ein bisschen Selbstausbeutung. Zumindest für die Bands oder für die Veranstalter. Und so Leute, die kommen dann an und ja, was 5 Euro heute Eintritt ist. Aber spielen dann 2 Bands aus den USA und was weiß ich. Das ist halt diese ganze DIY-Kultur, das möglich macht, dass du eben nicht 20 Euro zahlst für so ein Konzert und halt in Hülle und Fülle dieses Kulturangebot hast. So, das sieht man dann nicht, ne? Und dann ist man halt auch ganz schnell verwöhnt. Und warum machst du das denn überhaupt noch? Also wir als politisch motivierte Konzertgruppe, wir haben halt keinen Bock, uns darauf einzulassen, dass wir dann spenden oder sowas. Wir haben auch mal ein Konzert gemacht auf Spende. So, das hat nicht funktioniert. Wir sagten, boah, machen wir nie wieder. So, und dann nehmen wir auch mal mehr Kohle. Und wir haben dann auch mal so ein Egotronic-Konzert gemacht, wo wir 10 Euro Eintritt genommen haben, wo dann mega viele Leute stinkig an der Kasse standen. Ne? Aber das Bier kostet nicht die Welt. So, im Endeffekt geben sie nicht mehr Kohle aus als in einem kommerziellen Club. Ja, haben aber dann irgendwie für wichtige Antifa-Arbeit 1.000 Euro gesammelt. Da hat jeder im Prinzip an dem Abend einen Beitrag zugeleistet. Und
Ja, also deswegen hat das immer ganz gut funktioniert. Also die Leute wissen bei uns auch, wir zahlen hier einen angemessenen Eintritt, dafür kriegen wir auch was. Die Kohle landet ja nicht in meiner Tasche, sondern da können wir uns dann vielleicht mal ein Konzert erlauben, wo wir wissen, boah, da kommen nicht genug Leute, aber wir haben Bock auf die Band und die kriegt dann auch dementsprechend Spritkohle. Also nur bei Punk geht es halt auch um Kohle. Ja, ich finde auch, dass das Mindeste, wenn du eine Band einlädst, dass du sagst, dass du von vornherein auch klärst, was braucht ihr wirklich? So, und dann überlegen wir uns, ob wir uns das dann an dem Abend leisten können. Das ist schrecklich. Also ich kenne so viele Bands, die halt dann in der Natur nach Hause kommen und irgendwie 1000 Euro Schulden haben, aus eigener Tasche latzen müssen. Und so eine Kultur kannst du so nicht am Leben erhalten, wenn sich jeder quasi immer so dafür aufopfern muss. Also irgendwie blöd, dass man jetzt sich so die ganze Zeit über Geld unterhält, ne? Aber das ist es halt, aber ich glaube, das ist auch der Unterschied, ob man Veranstalter hat, die selber mit Bands unterwegs sind oder ob man welche hat, die, ich muss gerade daran denken, ich glaube, da war die sogar auch dabei, als wir in Münster gespielt haben und diese zwei Mädels, die so Soli-Konzert gemacht haben und dann meinten, wie, Benzingeld ist doch Soli, wo ich so dachte, so, ach so, Soli heißt, wir zahlen, also wir ja. Als Band zahlen dann. Ja, es war ein Übungshusel Soli, aber dann kann man doch echt nicht erwarten, dass wir dann das Soli bezahlen. Dann kann ich auch zu Hause bleiben und spende die 50 Euro. Mhm. Kriege ich vielleicht ein T-Shirt, ich habe kein Geld mehr, kriege ich das vielleicht auch für 4 Euro. Das ist ja cool, wir haben 5 dafür bezahlt. Ne? Und wenn du es vergleichst mit ich sag mal, einer kommerziellen Konzertkultur, da kannst du als Supportband spielen. Oh, krass, ey, da können wir hier mit Agnostic Front spielen und kriegst dafür kein Geld. Das ist Frechheit. Die Hauptband kriegt dann irgendwie 10.000 Euro an dem Abend. Ne? Und ganz schlimm ist auch, wenn halt diese, naja, eher professionelle Schiene auf DIY trifft. Ne? Und dann stehen die Veranstalter da, gab es schon oft genug. Hier, jede Band kriegt ihr vertraglich festgehaltenes Geld so, und die anderen drei Bands, ja, ihr kriegt leider nichts so, weil ihr seid so DIY und ihr habt jetzt keinen Vertrag gemacht. Für 1000 Euro. DIY ist kacke. Wir haben. Wir ja, stell mal, wobei es jetzt mal wirklich DIY. DIY ist echt scheiße. Und nochmal DIY sucks. Das war das letzte Mal. Quatsch. Wir haben kein Minus gemacht. Nee. Kreuzrock, genau. Dann stehen sie, sitzen da Backstage und das Mega-Buffet aufgebaut. Ne, und posten alle so in die Kamera und Untertitel ist DIY Never Again. Ja, ich meine, man kriegt ja auch was dafür. Ne? Ich meine, jetzt das ganze Wochenende unterwegs, man kann essen, trinken und Spaß und lernt Leute kennen. Fame. Fame, übelster Fame. Nee, aber das ist schon geil so und das kann man auch jetzt nicht irgendwie bezahlen. Wo ist Oskar eigentlich? Oskar, ich leg mich auf der Bühne, es sieht ziemlich verkackert aus. Ja. Ich lag heute Morgen. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft hat, aber gestern habe ich sie auf die Bühne gelassen, heute Morgen lag sie auf dem Tresen mit ganz vielen Bierflaschen in sich. Um der Spritze. Ja, Finn, bitte bei Ihnen, das ist so sieht die DIY nach dem Weg. Oscar, que passou? ¿Cómo lo sientes?
This is beautiful country. Muy mal, muy mal. Ich hab dich nicht gefragt. This is a beautiful country. This is a beautiful people. Except... Beautiful people. Sibylle. This is Sibylle, my friend. Foto no, foto no, por favor, foto no. ¿Qué? Foto no, foto no. ¿Qué? Foto no, foto no. Foto no, por favor. A mis amigas de Alemania, Sibylle, Ursula, qué lejos estoy del pueblo donde nacido, inmensa nostalgia invade mi pensamiento, y al verme tan solo y triste, ¿cuál hoja el viento? Quisiera llorar, quisiera reír de sentimiento. Porque de América yo soy. Surmite, suntite, susac. Su puta madre. Sí, la cantó para nosotros. Oh. Pero ve el sentimiento que le metió. ¡Sigo, sigo, sigo! Dicen que no dormía, que nomás le iba a chupar. Dicen que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Coco, roco, coco, paloma. Coco, roco, coco, no llores. Pinche Garola, si te quedaras aquí, güey. Vas a acabar llorando como sigas. No, no, no. O lloraste ya. La de poder armar un show. Ahí estaba mi hijo tirado. Había muerto de hambre y de frío. En su mano traía dos monedas. Pa' que yo tomara más vino. Mi chamarra, mi chamarra roja, no sé dónde está. ¿A quién veo? ¿A ti o a la cámara? Se nos canceló el pincho, el vuelo. Y no sabemos qué. Ah, perdón, perdón, ya. No sabemos qué va a pasar. ¿Eh? Ahora. Ah, Miguel ya llegó con la información. Sí, está cancelado. Nos van a decir en la ventanilla qué debemos hacer. Luego Madrid. Deutschland. Ich mag Deutschland. Ich bleibe hier für immer. Because Deutsch ist leicht. Okay, Miguel, ¿cuál es la causa? ¿Verdad que sí? ¿Dónde más? Quiero saber nada. El nombre que hace. Básico. ¿Qué
nächste Song ist der Tenor. Der macht mir so Spaß. Ihr seid die letzte Band! Ey, Spieler, Spieler!